In diesem Video werde ich mal die Batinov-Maske benutzen, um das Teleskop scharf zu stellen. Ich habe also jetzt gerade schon alles soweit vorbereitet. Jetzt muss ich natürlich erstmal den Deckel abnehmen. Denn er soll ja erstmal einen Stern anfahren. Schieben runter. So. Jetzt werde ich es erstmal ausrichten. Ich mache es mal bewusst ein bisschen unscharf. Klack. So. Das ist jetzt ein bisschen unscharf. Sollte trotzdem noch genügen, um sich zu orientieren, hoffe ich mal. Also richten wir mal aus. Mal gucken, was geht. Erfolgreich, gut. Dann suche ich mir jetzt mal einen hellen Stern. Dann gehe ich hier auf Typ, Sterne, Filter. Und dann nach Nähe des beobachteten Objektes, dann müsste er eigentlich etwas finden, was nah an meinem Teleskop ist. Mal gucken, wie sieht es mit Kochab aus? Ja. Ich gehe mal, ups, das war der Deckel. Ich gehe mal zum Koch ab. Tja, das ist halt Echtzeit. Er muss sich jetzt nochmal orientieren. Jo. Ja, das ist ein schöner heller Stern, das ist gut. Ich warte noch, bis er fertig ist. Bestätigt. Gut. Jetzt muss ich die Batinov-Maske aus dem Deckel rausholen. Kleiner Linksdreh, dann habe ich die Batinov-Maske in der Hand. So, dann setzen wir sie mal drauf. Okay. Gut. So, das ist noch ein bisschen hell jetzt. Man sieht, dass es schon ein bisschen verschoben ist. Ne? Ich verschiebe noch mal krasser, ne? Ein bisschen mehr, schlimmer verschieben. So, schön unscharf quasi. Was wir jetzt machen müssen, ist auf Bearbeiten gehen und diesen automatischen Modus auf jeden Fall ausschalten, denn der Stern ist zu hell. Ich muss ihn so dunkel kriegen, nicht so leicht. So, jetzt ist er schön dunkel. Okay. Dann hole ich ihn mir nah dran. Und jetzt drehe ich so lange an dem Fokusrad, bis daraus dieses durchschnittene X wird. Muss man langsam machen, weil allein durch die Berührung geht ja schon das Teleskop immer wieder weg. Ich mache mal ein bisschen größer. So, jetzt mache ich noch dunkler. Ich will den Punkt in der Mitte sehen. So, jetzt kann man das wunderbar erkennen. Ich bin immer noch nicht fokussiert. Nochmal ein bisschen
Drehen. Noch ein Stück. So, das sieht doch gut aus. So soll es also aussehen, ne? Jetzt ist das Teleskop scharf gestellt. Jetzt kann ich hier den Bearbeiten-Modus wieder verlassen und den automatischen Modus kann ich auch wieder einschalten. Also ist das, wäre das zu ungenau im automatischen Modus, da müsste man zu viel schätzen. Okay. Dann nehme ich die Maske wieder ab. Jetzt kann ich ins Wohnzimmer gehen und anfangen, Sterne anzufahren. Dann wackelt auch das Teleskop nicht immer. Schön muckelig warm ist es auch. So, was mal sehen, was mir vorgeschlagen. Ach ja, ich wollte ja M101 mal jetzt probieren. Das hat neulich nicht geklappt. Dann gehe ich jetzt mal auf M101. Hier muss ich erstmal die Objekttypen wieder auf alles stellen, aber ich kann auch direkt danach suchen. Eigentlich, das geht schneller. Oben links war die Lupe zum Eintippen und jetzt hier M. 101 Pinwheel. Genau. Geh da mal hin. Der Himmel sieht nämlich ganz ruhig aus. Das ist ganz gut. Also gestern war die Luftfeuchtigkeit so schlimm, da war der Himmel total grün und jetzt ist er deutlich blauer. Vielleicht habe ich Glück, dass ich mal 100 Minuten Pinwheel machen kann. Da scheint sie in der Mitte zu sein. Ich sehe da so ein Nebelfleckchen. Okay, ist da. Ich warte noch einen Moment, weil ich will sicher gehen, dass die Nachführung auch konstant bleibt. Das heißt also, ich gucke nach den Sternen hier. Man kann jetzt natürlich auch mal auf Bearbeiten gehen, den automatischen Modus ausstellen und mal die Helligkeit hochregeln. Dann sieht man da schon, naja, kaum mehr. Belichtungszeit auch mal ein bisschen erhöhen. So. Ja, also dieses visuelle Beobachten macht mir persönlich keinen Spaß. Das bringt mir nicht viel. Zurück zum automatischen Modus. Dann raus aus Bearbeiten. Jetzt bin ich wieder im Hauptbildschirm. Und jetzt werde ich, Bild ist stabil, den Enhanced Vision starten. Man kann dann relativ schnell schon die Galaxie erkennen. Das ist, im Deutschen ist das die Feuerradgalaxie, wenn ich mich recht erinnere. Und es ist noch früh, also wir haben jetzt gerade mal 18 Minuten nach 20 Uhr. Also es ist noch nicht stockduster, aber es geht schon. So, da erscheinen so langsam schon kleine Konturen. Das Vergrößern bringt nicht viel und man sieht so, ja, man sieht hier schon Teile. Auch hier oben ist so ein
Heller Punkt, der war mir neulich schon aufgefallen, der gehört auch zur Galaxie. Da ist gerade oben rechts ein Satellit durchgeflogen. Aber das verschwindet bei der Langzeitbelichtung wieder. Also wenn da Satelliten durchfliegen, je länger man die Enhanced Vision laufen lässt, desto besser wird das auch wieder rausgerechnet. So, okay. Dann lasse ich es jetzt mal laufen und stopp die Bildschirmaufnahme.